Eine große Zahl von freiwilligen Helfern im ganzen Land übernehmen ja aktuell die Arbeit, die der deutsche Staat entweder nicht leisten kann oder nicht leisten will. Wie will die Bundesregierung denn sicherstellen, dass die Menschen das auch noch 2016 machen, wenn im Frühjahr die nächste große Zahl an Flüchtlingen kommt? Erstens wissen Sie schon mehr übers Frühjahr als ich. Da möchte ich also ungern mich an Prognosen beteiligen. Zweitens möchte ich mal ganz dringend zurückweisen, dass der deutsche Staat irgendetwas nicht wolle. Ich glaube, wir erleben zurzeit einen Staat, der auf allen Ebenen, vom Bund über die Länder bis in die Kommunen, von der Polizei bis zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sich als sehr leistungsfähig, extrem einsatzfreudig erweist und dessen Mitarbeiter tagtäglich über sich hinauswachsen. Das möchte ich mal einmal festgehalten haben. Wir sind voller Bewunderung und Respekt und Dankbarkeit für den Einsatz von unzähligen Menschen, die es zu ihrer Sache machen, Flüchtlinge zu empfangen, Flüchtlinge zu versorgen, Flüchtlinge zu integrieren. Und Sie wissen, dass es auch ein Beschluss der Bundesregierung ist, beispielsweise im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes dafür noch mehr Stellen zur Verfügung zu stellen. Das kann Ihnen das zuständige Ministerium in Zahlen besser auseinandersetzen. Wir werden alles tun, um diesen Geist des Anpackens, der bei unzähligen Deutschen vorhanden ist, auch zu bewahren. Über dieser Geist des Anpackens, da gibt es ja immer mehr Protest, gerade von diesen freiwilligen Helfern, die sich entweder nicht wertgeschätzt fühlen oder einfach auf teilweise katastrophale strukturelle Probleme aufmerksam machen. Die waren ja vor ein paar Tagen ja auch hier in Berlin ganz groß, haben ja demonstriert. Also da muss es ja riesengroße strukturelle Probleme innerhalb der Flüchtlingshelferkreise geben. Was tut die Bundesregierung da? Was hat Herr Altmaier, was hat Frau Merkel im Kanzleramt davor? Es wären Maßnahmen möglich, die zivilgesellschaftlichen Initiativen fördern und helfen. Das eine ist gedacht, also 10.000 Freiwillige, die da eingestellt werden, das ist gut und sinnvoll. Es wäre darüber hinaus denkbar, die Vernetzung der verschiedenen Initiativen voranzutreiben, Best-Practice-Modelle zu erstellen. Wo hat welche Maßnahme tatsächlich was gebracht? Wie konnten in den einzelnen Kommunen Flüchtlinge untergebracht werden? Wie, an welchen Orten ist es gelungen, das Wohnungsproblem halbwegs in den Griff zu bekommen? Und wie kann das Zusammenleben positiv gestaltet werden vor Ort? Hier ist es die Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu engagieren. Es zeigt sich, dass die Einzelnen im Ehrenamt oft überfordert sind, wenn sie nicht flankiert werden durch Unterstützung der Bundesregierung. Ich bin ganz sicher, dass es an vielen Ecken Probleme gibt. Und es ist gut, wenn uns Freiwillige und Initiativen und Organisationen darauf aufmerksam machen. Erster Ansprechpartner ist natürlich auch immer das Land, aber die Bundesregierung duckt sich da nicht weg. Da, wo wir von Problemen erfahren, versuchen wir uns mit diesen Problemen zu befassen und Abhilfe zu schaffen. Das ist aber nicht alleine eine Aufgabe der Bundesregierung. Da gibt es eine erhebliche kommunale und vor allem Länderverantwortung. Aber ich bin sicher, dass man auch für die Länder sagen kann, dass sie versuchen, auf Problemmeldungen bei ihnen einzugehen. Dann ergänzen Sie doch. Ja, ich ergänze mal Herrn Seibert. Was tut die Bundesregierung für Flüchtlingsinitiativen, für freiwillige Helfer? Ich kann sagen, was die Bundesbauministerin machen wird. Sie wird sich am kommenden Montag mit zahlreichen Initiativen treffen und sie wird 17 Initiativen auszeichnen, 17 Initiativen, die sich für Flüchtlinge engagieren, vor allen Dingen dafür, das Zusammenleben im Alltag zu organisieren und vor allen Dingen im ländlichen Raum. Es geht da vor allen Dingen, weil dort sind doch mal besonders schwierigere Bedingungen, zum Teil als das vielleicht im Städtischen oder andere Voraussetzungen sind, wie das vielleicht auch in Städten ist. Sie wird, wie gesagt, 17 Initiativen auszeichnen. Es gibt einen Wettbewerb, der nennt sich Menschen und Erfolge, den das Bundesbauministerium ausgelobt hat mit anderen Initiativen und Organisationen in Deutschland, unter anderem mit dem Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Landkreistag. Und das ist eine konkrete Aktion, wie die Bundesregierung diesen Initiativen, die sie sehr schätzt und unterstützt, zur Seite steht. Darf ich noch eine kurze Zusatzfrage stellen? Bitte. Das wird am Montag sein, 16.30 Uhr, im Bundesbauministerium. Gibt es dann von irgendwelchen Ministerien oder vom Kanzleramt irgendwelche Pläne, die neben Wertschätzung irgendwas Konkretes geplant haben? Also Wertschätzung ist ja schön und gut, auf die Schulter klopfen ist ja schön und gut, aber es gibt ja strukturelle Probleme.
Sie stellen die gleiche Frage wie vor 2 Minuten und ich kann Ihnen nur die gleiche Antwort dazu geben. Da, wo wir auf strukturelle oder sonstige Probleme hingewiesen werden, auf jeder Ebene, Kommunal, Land, Bund, und gerade wenn dieser Hinweis von engagierten Organisationen oder einzelnen Bürgern kommt, wird das ernst genommen und wird man sich bemühen, da Abhilfe zu schaffen.